Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deck Post Awkward Guy mit einem Chaos Lightsworn Deck. Und übrigens, besagte mal kleiner Tipp, man kann E-Mails mit einem Timer versenden. Kostet 5 Minuten Google-Suche, das rauszukriegen, wie es geht. Hallo. Mhm. Ohne extra Deck. Also schon mal kein Dolka. Und kein Lagia. Dann frage ich mich, worauf baut der? Warte, was war das gerade? Evil Swarm? What? Verwirrt? Ich zeige mich verwirrt. Okay, also folgender Vorschlag. Wir holen Armageddon Knight, millen was, holen dann Norden, bauen damit was und dann machen wir Left Arm Offering. Mhm. So die Frage, was bauen wir? Eine Minerva. Das wäre es offensichtlich. Oder wir bauen nichts und warten erst noch was mit dem Rasen hermillen. Ja, aber auf jeden Fall machen wir mal. Wir müssen ja gucken, was wir millen. Mit dem Armageddon Knight, damit wir das mit Nordens wiederholen. Ja, jetzt aktivieren wir erstmal und schauen mal, was wir alles haben. Nix, was sucht auf jeden Fall. Das ist ungesichert, weil das alles sucht. Wir können den hier, wir können. Ja, keine Zauberfallenkarte. Wir können den Lichtablichtet Guy reinnehmen. Also den Twilight. Ja, Lumina. Ja. Ja. Bringt zwar noch nix. Aber ist ja auch erstmal egal. Wir können ja mal gucken, was er will. Vielleicht bringt es ja noch was. Ne, Moment, Minerva-Effekt. Wir aktivieren, bauen jetzt noch nichts. Stimmt, ja. Machen wir es mal selbst am Offering. Ghost Dash. Das wär's jetzt. Na? Wir sind gerade erstmal minus 4 gegangen. Wenn er jetzt eine Ghost Dash hat, ja. Was ist das? Okay. Okay. Wir suchen mal einen Rasen mehr. Und mal kurz ein paar Karten millen. Das ist nur dabei gewesen. Würde ich sagen, ein JD und ein PD. Ja, Tricklon hätten wir auch gerne wieder. Das ist das Snow, was wir noch einketten können. Das wollen wir nicht machen. Einmal Punishment Dragon und einmal Judgment Dragon. Haben wir schon genug Lightsworn zum Grave? 1, 2, 3, 4, ja. Ich zähle jetzt nur 3. Felice, Raiden, Lumina und. Ach ja, die hier. Sobald die weg ist, haben wir genug. Okay. Dann Minerva. Mhm. Mit Clown und Nodens. Norden. Ja, Norden, nicht Nodens, sorry. Detach Norden. In der Mythologie heißt er Nodens. Ich weiß nicht, warum sie Norden draus gemacht haben. Von mir aus der Effekt ist eh annulliert. Was haben wir jetzt alles? Oh wow. Grundsolide. Mhm. Wir haben nichts, um die beiden Wyverns loszuwerden. Theoretisch schon. Wir haben eine Snow. Ja, das wäre das Einfachste. Dann machen wir das. Dann banische ich auf jeden Fall mal euch beide. Das Rasenmähen, weil das will ich nicht nochmal haben. Das andere Rasenmähen, weil das will ich nicht nochmal haben. Das Left Arm Offering, weil das will ich nicht nochmal haben. Die Infusion will ich nicht nochmal haben. Und die Infusion will ich nochmal haben. Mhm. Nein, nichts anketten.
Ja. Und ja. Bucke ich was zu. Ich höre die Lumina zubucken, damit es nicht in der Endphase kaputt geht. Das tut sie eh nicht. Aber dann hat sie wieder einen Effekt, wenn du sie aufdeckst. Richtig. Jetzt kann ich sie nicht aufdecken, weil sie nicht beschworen wurde. Ja, aber theoretisch. Ich mach's einfach. Ach Leute, muss ein gegnerisches sein. Und der ist ja defektet. Okay. Ah, wieso haben heutzutage alle Effekte in die Kindersicherung? Ja, gut, dann Punishment Dragon beschwören und erstmal zurückmischen. Wir haben nicht genug für Punishment Dragon drinne. Stimmt, kann man aber ändern. Oder hast du eine Kindersicherung? Ja, hast eine Kindersicherung. Wir können jetzt einfach nur Topia Lightning bauen, wenn du willst, wie ich drüber latschen. Ja, das ist das Einfachste. So, und hallo Lightning. Eingerannt wird. Ja, ich würde gerne den Effekt aktivieren. Was ist das bitte für eine Karte? LOL! Der hat sich aber nicht vorher gesucht, oder? Nein. Hat sich vorhin das Evil Swarm Viech gesucht. What the fuck? Dura Wunder-Ei, die Karte habe ich sogar in der L. Ja, habe ich auch. Ah, Oviraptor, die erste sinnvolle Karte. Und jetzt? Das ist kein X-Monster-Kumpel. Entweder das sieht er jetzt auch gerade ein. Nee, ich glaube, das ist einer von denen, die aus Prinzip nichts spielen. Ja. Das ist einer, der aus Prinzip kein extra Deck hat. Übrigens, kleiner Funfact am Rande. Ich habe ja tatsächlich heute auch ein Deck gebaut. Wollte das einsetzen und merke dann, oh, hab extra Deck vergessen. Natürlich ziehen wir den Wolf nach. Naja, scheiß drauf. Achso, wir haben noch einen Rain erwischt. Naja, rennen wir einfach rein, würde ich sagen. Ja. Und hoppla, von den Zählmarken hast du nichts. Mhm. Überraschung. Das war der verbannte Viecher braucht. Ach so. Richtig, so rum ging das. Ja gut, dann holen wir jetzt Snow, würde ich sagen, und verbannen kurz vier Lightswords. Mhm. So einfach. So, dich brauche ich auf der Hand sowieso nicht. Du fliegst. Du fliegst. Sprintester kann von mir aus weg, du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Nein, nichts anketten. Was Oma denn jetzt? Ragnar? Kerngorgon? Schabe? Dweller? Dweller wird nichts bringen, weil ich kann sowieso die ganzen Friedhof zurückmischen. Vielleicht Schabe? Wir können Emerald bauen, einfach eine Karte ziehen, weil ich meine, wir wischen eh gleich den ganzen Grave wieder zurück. Ja, stimmt. Haben wir noch Leid von unserem Friedhof? Nicht mehr genug. Aber wir können zwei, drei, mischen. Doch, passt. Weil dann kommen wir etwas, weil wir können einfach, dann wir einfach die Leid von uns zurück mit Emerald. Mhm.
Nein, wollen wir nicht aktivieren. Doch, wollen wir. Und jetzt Emerald noch. Ich dachte, der... Ach, der lässt die Leitung in den Grave. Richtig. Ja, toll, jetzt hätte man den Wolf brauchen können. Das ist doch so typisch. Das ist ja das Nervige an dem Viech, dass er die verbannten Lightswans nicht zurückholt. Oh, das ist unerwartet. Mhm. Ja gut. Nochmal, er hat kein Extra-Deck, was soll der machen? Aha. Keine Ahnung, er kann zusammenschieben. Aha. This shit fucking BS. BS? Also mir ist klar, dass der Typ offenbar den psychischen Fehler hat, aber was meint er mit BS? Keine Ahnung. Wirklich kein Schimmer. Also wer weiß, was BS heißt, bitte in die Comments. Hm. BS. Hätte der OP geschrieben, zumindest klar, was sein Gedankengang war. Es wäre nicht nachvollziehbar gewesen, aber es wäre klar gewesen, was sein in 2008 stehen gebliebenes Hirn gemeint hätte. Ja. Ja, bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. So, das sind wir wieder. Wir haben dreimal Punishment Dragon, dreimal Judgment Dragon, ein BLS, ein Lichtpulsar, zweimal Chaos Sorcerer, dreimal Shadow Beast, dreimal Wolf, ein Shadow Drake, zweimal Snow, Squamata, dreimal Raiden, Lyla, zweimal Trickclown, dreimal Eclipse Lindwurm, zweimal Armageddon Knight, zweimal Felice, zweimal Lumina, zweimal die andere Lumina, zweimal Hedgehog, dreimal Solar Recharge, dreimal Allure, dreimal Instant, dreimal Lawmowing, Raigeki, Rota, Foolish, Left Arm Offering, dreimal Charge, zweimal, zwei Toon Twister und ein Breakthrough. Extra Deck haben wir Norden, Omega, Michael, Black Rose, Black Rose Moonlight, Utopia, Utopia Lightning, Dark Rebellion, Kern Gorgon, Ragnar Null, Castle, Minerva, Roach, Emerald und Dweller. Also, man guckt sich dieses Deck an. Und muss sich folgende Frage stellen, wenn man das bewerten will. Was macht dieses Deck anders oder noch entscheidender besser als Minerva Turbo? Also sprich normales Lightsworn Lawmowing. Vom Punishment Dragon, über den reden wir nicht. Die Karte ist gut, wie sie da steht, Punkt Ende. Und mit Snow kriegt man die Karte auch easy getriggert. Super. Prima Karte, passt alles. Was passt nicht so ganz? Du hast Shadows drin, als Finsternis Engine für die Chaos-Sache. Ohne eine Shadow-Fusion. Wirkt etwas random. Ich meine, klar, die Shadows haben Friedhofseffekte, die kommen, wenn sie gemildert werden. Aber eine Engine sollte halt auch irgendwo einen eigenständigen Zweck haben. Weil ich meine, die nehmen hier sehr viel Platz für potenzielle andere Karten ab. Ja, fass es mal zusammen unter Wenn wir mal davon ausgehen, dass du den Eclipsen-Lindwurm spielst, weil der Punishment Dragon halt auch eine sehr gute Möglichkeit ist, Karten zurückzubekommen, die du gemildert hast, die eigentlich nicht weg sollen. Dann hast du aber immer noch Snow, um die Eclipsen-Lindwurms zu enablen, und die Shadows rechtfertigen nur BLS und den Chaos Sorcerer, was jetzt nicht so wirklich worth ist. Actually nein. Nicht, nein. Also, Punishment Dragon, andere Lumina, super Karten. Shadows ohne Shadow Fusion, naja, Chaos Sorcerer, nö. Es mit der Chaos Engine das mal bleiben, bleibt bei regulärem 60-Card Lightspawn. Und dann halt meinetwegen, tu den Eclipse-Lindwurm und Punishment Dragon rein, also Punishment auf jeden Fall. Und wenn du meinst, du den Eclipse-Lindwurm rein, aber lass die Shadows bleiben, lass die Chaos Engine bleiben. Ja. Denke, darauf könnte man sich einigen. Mhm. Dann gibt es Personen, wovon welche auch anwesend sind, die nicht die übertrieben hohe Meinung vom Left Arm Offering haben. Habe ich immer noch nicht. Ich finde die Karte kacke. Du gehst -3. Mindestens.
Mindestens minus 3. In Inferno, das ist was anderes. Selbst da spiele ich die Karte nicht. Ja, aber da kann man drüber reden. Auch da gehst du minus 3. Aber da kann man drüber reden. Das ist trotzdem ein minus 3, was du nicht nimmst, weil Lawmowing selber ist ja auch erstmal minus 1. Wenn der Ghost Dash kommt, ja. Weil die Karte füllt nur dein Grave. Ja, aber in Inferno ist das alles, was du brauchst. Sie macht erstmal minus 1. Und mildt dann genug, um das minus 1 wettzumachen. Aber sie macht nicht mehr als wettzumachen. Aber es ist halt erstmal kein Neutral. Sie muss, im Falle von Left Up Offering muss sie ein minus 3 wettmachen. Das ist krass. Minus 3 ist krass. Ich überlege gerade, Left Arm Offering, verwendet das offen oder verdeckt? Offen. Okay. Steht nicht da, das ist verdeckt verbannt. Also verbannt ist offen. Logisch. Ja, also. Gut, stimmt. Trotzdem. Lass sowas. Ich meine, ist ja nicht so, als ob Lightsworn, also reines Lightsworn 60 Card, nicht noch genug Karten hätte, die du sonst reintun würdest, statt den Shadows und dem Left Arm Offering. Weil die Sache ist halt die. Du hast Minerva, du hast, okay, das Foolish ist nicht so viel, aber was ich halt sagen will, du hast Karten, die dir ich ins Spiel kommen lassen, selbst wenn du mal das Lawmowing nicht ziehst. Das heißt, du bist nicht so darauf angewiesen, dass du das Left Arm Offering spielen müsstest. Ja. Ganz abgesehen davon, dass ja gerade immer mehr Decks halt auf bis zu 52 oder sogar 60 Karten hochgehen, um halt eben gegen Lawmowing zu gehen. Wenn du dann sechs tote Karten im Deck hast, ist das nicht das gleiche, wie du drei tote Karten im Deck hast. Genau. Also das ist... Nee. Lass das einfach bleiben. Und tu den Tornado Dragon rein, das ist eine gute Karte. Also, der ist wirklich gut. So ganz im Ernst. Also für alle, die es immer noch nicht mitbekommen haben, ich sage ihn noch einmal. Der da. Intern auch MST Dragon genannt. Mhm. Also, ja. Das. Ja, weil er genau das macht. Es ist genau das. Es ist ein MST in Form eines Monsters. Broken. Ja. Gut, dann kriegt das Deck so, wie es ist, 11 Punkte. Ja. Mehr ist dafür echt nicht drin. Mach lieber reines Lightsworn. Ich sag, Punishment Dragon, super Karte, andere Luminance, super Karte, Eclipse Lindwurm, wenn du meinst, von mir aus. Aber lass die Chaos Engine. Ja. Das alte Lightsworn Chaos, das war eine Sache. Ja, nicht nachmachen und so, ne? Ist halt auch schon 2 Jahre her, da. Ja, das Deck ist auch nicht mehr. Also das Deck ist immer noch konstant, aber das hatte halt auch das Riesenproblem, dass es First Turn nichts machen konnte. Inzwischen hätten sie Minerva. Ja, aber ich glaube, Rang 4 hast du so konstant mit dem Deck gar nicht gebaut. Stimmt, Stufe 7 war ja die Sache, also Synchro. Ja, die Idee war eigentlich, dass du Turn 1 irgendwie irgendein Setup-Play machst, was dich aber nicht davor beschützt, umgebracht zu werden und dann den Gegner umbringst. Oder der Gegner fängt, oder noch besser... Dann hast du gewonnen, und bringst ihn dann um. Ja, aber das funktioniert heutzutage leider auch nicht wirklich. Ja, also wie gesagt, 11 Punkte hierfür. Wenn ihr unsere Deck schicken wollt, guckt in die Videobeschreibung. Und wie gesagt... E-Mail mit Timer. Das klappt mit fast jedem E-Mail-Programm, was nicht von Apple ist. Sollte jetzt kein Held sein, das ist wirklich so. Das Apple-E-Mail-Programm kann das nicht, aber die meisten anderen können es. Hast du ausprobiert, oder? Vielleicht können sie es inzwischen, aber sie konnten es mal nicht. Okay. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao. That's the